Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist richtig, dass wir unsere besondere Aufmerksamkeit den Flüchtlingskindern zuwenden. Wir wissen, ungefähr 50%, das sind die Hälfte der Menschen, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen, sind Kinder. Und diese Kinder haben in der Regel eine ganz schreckliche Erfahrung hinter sich, oft monatelange Fluchtwege. Wenn sie hier ankommen und sich auf sicherem Boden befinden, müssen sie die Situation in den Massenunterkünften bewältigen. Von einer kindgerechten Umgebung kann man dort wahrlich nicht sprechen. Deswegen brauchen diese Kinder unsere besondere Fürsorge und besondere Unterstützungsangebote. Und deswegen hat auch die Landesregierung schon vor Monaten ein Programm und 6 Millionen Euro bereitgestellt und gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden und den Kirchen in sehr enger Abstimmung Maßnahmen auf den Weg gebracht. Es wurden die sogenannten Brückenprojekte aufgebaut, die vor allen Dingen in den Not- und Erstaufnahmeunterkünften wichtig sind, weil die Kinder ja aufgrund des bevorstehenden Ortswechsels, der ihnen noch bevorsteht, keine dauerhafte Betreuung haben können. Diese geschaffenen niedrigschwelligen Angebote, wie zum Beispiel die mobile Kita, die da insbesondere zu nennen ist, haben sich bewährt. Und wir werden sie auch weiter ausbauen. Das hat Frau Ministerin Schäfer bereits in der Sitzung des Ausschusses am 17. September erklärt. Das heißt konkret, zu den 6 Millionen Euro, die jetzt schon im Haushalt stehen und die in diese Projekte fließen, kommen nochmal, das steht im Haushaltsentwurf 2016, 4,5 Millionen Euro obendrauf. In den kommunalen Unterbringungseinrichtungen ist die Kinderbetreuung mit den finanziellen Pauschalen für die Betreiber eigentlich abgedeckt. Mit diesem Geld sollen Spielstuben oder Eltern-Kind-Gruppen eingerichtet werden. Ich sage eigentlich, weil wir Rückmeldungen aus den Kommunen haben und die Medien haben das auch bereits aufgegriffen als Problem, dass diese Kinderbetreuungsmöglichkeiten nicht überall in den Unterkünften realisiert werden. Und hier ist es Aufgabe tatsächlich der kommunalen Kontrolle oder auch der Bezirksregierung sicherzustellen, dass dieses Betreuungsangebot, für das die Betreiber ja die finanziellen Mittel bekommen, dann auch umgesetzt und vorgehalten wird. Das ist ein Punkt, den wir sicher noch mal gemeinsam anschauen und im Ausschuss besprechen sollten. Viele Flüchtlingsfamilien, auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen aus ihren Heimatländern das Angebot der frühkindlichen Bildung als Regelangebot so gar nicht. Und deshalb soll mit diesen niedrigschwelligen Maßnahmen auch eine Überleitung in die Kita oder in die Kindertagespflege erreicht werden. Denn die frühkindliche Bildung ist der Grundstein für die Integration, den Spracherwerb und natürlich dann auch für das erfolgreiche Lernen in der Schule. Klar ist aber, das hat Frau Kollegin Hack eben gesagt, und das sollte eigentlich auch die CDU-Opposition wissen, Frau Dr. Bunse, jedes Kind hat einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in Nordrhein-Westfalen. Und das heißt, natürlich brauchen wir für die Flüchtlingskinder dann auch zusätzliche Plätze, aber das ist im Haushaltsentwurf auch bereits so vorgesehen. Auch Herr Kollege ten Humberg hat das ja heute Morgen nicht wissen wollen oder weiß es tatsächlich nicht. Aber ich empfehle Ihnen, sich mal mit dem Haushaltsentwurf intensiver zu beschäftigen. Auf Seite 65 finden wir das. Es gibt 840 neue Plätze für die U3-Kinder und 3600 Plätze für die Kinder über 3. Es findet sich auf Seite 65, das nur als Förderhinweis des Einzelplanes. Wir werden diesen Platzzahlen aber entsprechend den wachsenden Bedarfen auch weiter anpassen müssen. Insofern braucht es aber nicht der Aufforderung der CDU-Fraktion. Der Prozess ist bereits im Gange und auch ich bin, das muss ich sagen, sehr gespannt, ob die CDU-Fraktion dann auch entsprechende Haushaltsanträge vorlegen wird, damit das, was Sie hier fordern in dem Antrag, dann auch substanziell mit Haushaltsmitteln unterlegt werden kann. Ebenso wenig ist es nötig, wie Sie das hier im Antrag schreiben, zu fordern, dass die Aufnahme unterjährig in den Kitas nötig sein soll. Auch da ist Ihnen offenbar wieder was entgangen. Das haben wir im zweiten Kiebitz-Änderungsgesetz bereits geregelt. Die unterjährigen Aufnahmen sind möglich. Das heißt, auch hier sind sie offenbar nicht ganz à jour. Meine Damen und Herren, es ist gut, wenn wir
die Situation der Flüchtlingskinder im Ausschuss weiter in den Blick nehmen. Wir haben das bereits gemacht. Frau Ministerin Schäfer hat auch den Obleuten angeboten, regelmäßig sie darüber zu unterrichten. Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch weiterführen würden, Frau Kampmann. Aber ich kann nur sagen, dieser Antrag kann für die weiteren Beratungen zu dem Thema im Ausschuss nur Anlass, aber sicher nicht Leitlinie für unsere Beratungen sein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.